So, und willkommen zurück zu, ja, mein Klon, Let's Play. Dieser, was mir gerade eingefallen ist, vielleicht sollten wir, genauso wie bei Doom, um die Framerate ein bisschen mehr im Griff zu bekommen, einfach mal Filtering einschalten. Könnte vielleicht helfen. Kennen wir aus Doom, da war es ja genauso damals, wo ich ohne Filtering gearbeitet habe, dass durch die ganzen scharfen Kanten, die halt im Bild entstehen, die Videobitrate unglaublich hoch wird und mein Encoder die genaue CPU-Power frisst für, ja. Genau, zum einen die CPU-Power frisst und zum anderen aber auch die Videodatei an sich extrem groß wird. Okay, das sieht schon mal scheiße aus. Bin ich hier gerade überhaupt? Ich glaube, ich bin gerade irgendwo falsch gelandet. Oh! Ja, das war gerade die lokale Welt. Nee, Linie ist scheiße. Gibt es keine lineare Filterung hier? Nein, auch nicht. Kantenglättung, nee. Ich will doch einfach nur eine lineare Glättung. Genauso kacke aus. Die Kanten hier wirken ultra ausgefranst. Das ist doch keine Grafik. So, dann machen wir mal hier auf Nein und gehen mal auf alle Einstellungen. Vielleicht hier. Ah. So, mal gucken, ob das mit den transparenten Texturen säubern was bringt. Hoffentlich rundet er damit die Kanten ein bisschen besser ab. Ich hoffe mal, dass das, was sie damit meinen. Ja, sieht doch schon gleich viel besser aus. Sehr schön. So kann man doch tatsächlich spielen. Warum ist das denn nicht in den Hauptstellungen mit bei? Das wäre wirklich etwas, was man hier auch hinzufügen könnte. Oder zumindest, wenn es hier nicht hinzugefügt ist, dass es dann dauerhaft aktiv ist. Ne? So, gucken wir mal, ob damit jetzt die Framerate ein bisschen besser ist. Paradox, dass mit Filtering die Framerate besser ist als ohne Filtering, weil das nicht an der Grafikkarte liegt, sondern an der Aufnahme. Das ist total... Aber gut. Jo, also hier bewegt sich jetzt auf jeden Fall wesentlich smoother. Nice. Okay. So, was wollten wir? Keine Ahnung. Genau. Das Gebäude ist auch schon ganz schön schick. Ich guck mal, ob ich jetzt hier auf Anhieb diese Burg finde, weil die müsste da direkt hier relativ nahe sein. Ich bin mir da aber echt gerade nicht sicher. Doch, genau, da ist der Fluss, Wasser, Meer, See, Strand, was auch immer. Direkt daran anliegen müsste die Burg sein. Oder ich werde bekloppt. Einfach bekloppt. Ja, da ist sie. Sag ich doch. Sehr schön. Oh, Alter, die Framerate ist jetzt viel smoother. Alter, ist ja richtig flüssig gerade. Bin ich von der Aufnahme gar nicht mehr gewohnt. So flüssig läuft normalerweise nur, wenn ich privat spiele. Lol. So, auf jeden Fall, hier haben wir die Burg. reingeglitscht. Ja, ja. Aua. Ach, dann stirbt doch halt. Wow, wir haben halbes Herz verloren. Ist ja nicht gerade viel. So, hier ist so Feld. Für jedermann, der in diese Burg kommt, weil das ist auch so ein, naja, Gemeinschaftsprojekt. Sieht man auch schon wieder. JK1 auch hat doch hier seine Finger mit im Spiel. Geile Bilder. So, aber wir müssen tatsächlich hoch, weil da oben ist die Burg. Das hier ist quasi nur das Feld von der Burg.
So, da geht's nach oben. Der wohl modernste Fahrstuhl der Welt. Man schwimmt quasi einfach nach oben. Das ist CO2-neutral und erneuerbar. Also besser geht es quasi gar nicht. Oh, na gut, die Schrift wird jetzt auch geglättet. Das ist natürlich ein bisschen, naja, man kann es noch alles lesen, sag ich mal. Das ist natürlich jetzt hässlich, dass die Schrift auch mit geglättet wird. Oh, ich hasse Filtering. Jetzt wisst ihr, warum ich privat immer komplett ohne Filtering spiele. Das ist ja abartig. Na gut, so, was ist hier? Achso. Wir nehmen mal ein paar. Falls wir Hunger bekommen. So. Hier sind, wenn Tiere drin sind, Tiere drin. Hier ist auch nochmal ein kleines Feld. Und jetzt kommen wir in die Burg. Das hier ist, wie gesagt, so ein Shop. Nein, eine Burg. Die, wie gesagt, so als Gemeinschaftsprojekt entstanden ist. Hier arbeiten na, so ungefähr 5-6 Leute zusammen. Vielleicht auch mehr. Weil manche haben halt hier einfach nur eine kleine Wohnung. Und manche, so wie zum Beispiel Startwache, Testperson und JJK1, die arbeiten hier überall. Die sind quasi die Verwalter dieser Burg, dieser Stadt, dieses Dorfes, was auch immer. Und ich musste hier tatsächlich auch schon öfters mal Hand anlegen, weil das Problem war, an manchen Stellen waren direkt unter der Erde Lava-Klumpen, weswegen es hier immer wieder angefangen hat zu brennen. Ja, Scheißgeschichte. Wie gesagt, normalerweise, es fängt ja an zu brennen und dann brennt alles, was aus Holz ist, aber es geht nichts kaputt, weil ich ja Feuer deaktiviert habe. Das heißt, Feuer breitet sich zwar aus, zerstört aber nichts. Das Problem war, letztens gab es wie gesagt ein Update. Das war auch das Update, seitdem jetzt die Türen auf beiden Seiten funktionieren, so wie man es gewohnt ist. Und das Update, das hat auch ein bisschen was an der inneren Struktur geändert. Und zwar gab es in der Config-Datei eine Variable, die hieß, jetzt muss ich überlegen, warum das war. Kann sein, dass ich das gerade genau falsch rum erzähle. Ist aber egal. Die hieß Disable Fire. Ist gleich True. Damit konnte man halt das Feuer deaktivieren. So. Nach dem Update hieß das die Gabe anders. Und zwar hieß das dann nicht mehr Disable Fire, was True sein muss, sondern Enable Fire, was dann Fails sein muss. Und ja, das wusste ich nicht, weil das in dem Changelog von diesem Update nicht vermerkt war. Und deswegen habe ich halt einfach meine Config-Einstellungen übernommen, habe einfach mein Klon geupdatet und dann gab es halt auch wieder ein Feuer. Und das Feuer hat dann aber tatsächlich einfach fast die gesamte, naja, also die Hälfte des Dorfes hier mit in Schutt und Asche gezogen quasi. Weswegen ich dann recherchiert habe und geguckt habe und ja, dann meine Config-Datei anpassen musste, dass quasi nicht Feuer deaktiviert wird, sondern quasi das Feuer nicht aktiviert wird, auf Deutsch. Warum sich Wusi dazu entschieden hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt so. Ist das halt gefixt wieder. Das heißt, jetzt ist Feuer wieder harmlos. Also zumindest zerstört es nichts. Es tut natürlich, ein Spieler tut es natürlich weh. Aber wie gesagt, es zerstört jetzt keine Gebäude mehr oder ähnliches. Ja, und nach dem Einstellen der Config oder nach dem Anpassen der Config durfte ich dann erstmal den Server wieder auf den Backup zurücksetzen. Das Gute war, an dem Tag, an dem das passiert war, das war genau ein Tag, wo ich am Morgen gerade ein Backup gemacht hatte. Das heißt, es ist inhaltlich nichts verloren gegangen. Ja. Von daher Glück im Unglück, aber blöde Sache, hätte auch schlimmer ausgehen können. Ja. Wie gesagt, zum Glück war das erstens ein Tag, wo ich gerade ein Backup gemacht hatte. Zweitens, es war ein Tag, wo alle sich an dem Fleck hier aufgehalten haben, sprich also es konnte mir hier ein Feuer ausbrechen. Und drittens war es ein Tag, wo auch ich on war, was ja nicht so häufig vorkommt. Und ich dementsprechend direkt reagieren konnte.
Ansonsten hätte es durchaus schlimmere Ausmaße nehmen können. So, ja, wie gesagt, das hier ist die Burg. Die ist, wie gesagt, auch relativ neu, mitsamt Gebäuden und alles drum und dran. Das ist, wie gesagt, so ein Gemeinschaftsprojekt von mehreren Spielern. Ja, ansonsten viel mehr hat sich jetzt so für etwas, was vom Spawn aus erreichbar ist, nicht getan. JK1 hat auch noch mit einem anderen Spieler noch eine Burg gebaut, aber die ist extrem weit vom Spawn entfernt. Ich gebe auch nicht die Koordinaten durch, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt darf. Auch hier sieht man ja jetzt gerade nicht die Koordinaten, heißt also auch das Ding müsst ihr alleine finden. Ich habe euch ja den Weg gezeigt. ist eigentlich super einfach zu merken. Einfach den Weg nach Lilio folgen, dann bei dem Dingsbums da abbiegen, also bei dem Labyrinth, übers Labyrinth quasi rüber und dann einmal quer übers Wasser. Von daher. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt wieder direkt nach Hause, also zum Spawn. Da nehmen wir mal diese schöne Brücke, wollte ich gerade sagen, aber die sieht noch gar nicht fertig aus. Da fehlt noch ein bisschen was. Ist natürlich jetzt nicht so schön, egal. Hauptsache, wir können rüberlaufen und das können wir. Oder auch nicht. Danke dafür, Merkel. Vor allem ist hier gar kein Weg. Wo führt dieser Weg hin? Ich verstehe das nicht. Egal, auf jeden Fall müsste in die Richtung direkt der Spawn sein. Weil da hinten, wir laufen jetzt quasi parallel zum zu dem Weg, der zu Lilie führt. Oh, hier vorne ist was. Oh! Mal schau mal in der Kurve, was ist das denn hier? Ist ja süß. Farbiges Glas und so, aber nicht protected. Ah. Das heißt, das Dach war wahrscheinlich mal heile und wurde da jetzt wieder kaputt gemacht. Ja, Leute, ihr müsst, ist ein öffentlicher Server. Da müsst ihr leider immer Sachen protecten. Das ist auf meinem Server nicht anders als auf anderen Servern auch. Griefer gibt es überall. So, da ist wieder unser kleines Enderportal, Enderpalast. Und hier ist der Weg, der direkt zu Angel Town führt. TB Craft joins the game. Hoi. So, da kommen wir auch direkt an unserem Park, an unserem, ja, wie sagt man, Marktplatz vorbei. Sehr nice das Ganze, auch wenn es hier ein bisschen unbelebt ist. Ich bin auch schon am Überlegen, weil es gibt NPCs, ob wir hier einfach überall NPCs reinklatschen. Nur ich weiß nicht, ob die sich bewegen, ob die dann überall wegrennen. Wenn nicht, dann müssten wir überall so zumachen, dann werden die quasi gefangen. Aber wie gesagt, das ist noch so eine Sache, überlege ich, ob ich das mache. Aber noch, wie man sieht, ist es halt nicht gemacht. So, dann können wir jetzt hier quasi direkt durch den Park latschen. Beziehungsweise hier ist ja erstmal nur der Parklabyrinth. Mal gucken, ob wir hier den Weg auch rausfinden wieder. So kompliziert ist der ja nicht. Ah, siehst du auf Anhieb. Ich bin King. So, und hier ist der neue. Meine kleine Baumschule, ey. Vor allem, ich finde den hier so süß. Ist ein ganz normaler Baum. Aber im Vergleich zu den anderen wirkt er richtig süß. Wie so ein kleiner Babybaum. Und vor allem, ich habe mir auch, weil, wie gesagt, das hier, ne, das sind zwar ausgewachsene Bäume. Hier ist schon alles fertig quasi. Ist schon richtig Teil des Parks. Deswegen auch alles schön gemacht. Und die beiden Bäume, die sollen quasi erst noch wachsen. Und deswegen ist hier hoch alles noch quasi in Vorbereitung. Deswegen ich das Ding hier auch so richtig so gebaut habe, wie als wenn es noch ein bisschen im Boden mit vergraben ist. Als wenn man hier noch nicht ganz aufgeräumt hätte. Weswegen auch die Schräge hier noch da ist. Weil normalerweise würde man ja hier diese Schräge, die hier so lang geht, die würde man natürlich so begradigen, dass diese beiden Podeste frei sind. Aber das habe ich mit Absicht hier nicht angepasst, damit es halt so aussieht, wie ist halt alles noch unfertig. Soll also alles so sein, tatsächlich. Und ich finde es genau so, wie es wirken soll. Es wirkt wunderbar, schön, nice, geil und Mato. Ich bin hiermit natürlich jetzt ein bisschen kacke. Das ist natürlich jetzt hier. Das soll bitte normaler Grasboden werden.
So, dann laufen wir mal wieder zurück zu unserer Wohnung. Die müsste ja hier genau hinter sein. Also, naja, ein bisschen schräg noch. Das habe ich mir schon fast gedacht. Hier ist alles. So, genau. Sagst du. Einmal geradeaus laufen und dann sind wir direkt bei unserer Wohnung. Bei unserer kleinen Scheune. So, hier können wir mal wieder ein bisschen Feldarbeit betreiben. Hier ist schon alles fertig gewachsen. Erstmal leere ich meine Taschen. Oh, was geht da? So, was wir machen könnten, ist zum Beispiel, haben wir noch eine Tür? Das hier ist eine Doppel. Obwohl, nee, bleibt eine Einfachtür. Doppelte lohnt sich da nicht. So, hier hatten wir ja ein Lager gebaut, ne? Ja, aber noch eher also eher weniger eingeräumt. Na gut. Oh, Alter, man hört den Ring garantiert locker in der Aufnahme. Der plätschert ja richtig. So, was soll ich jetzt überhaupt? Achso, ist da? Haben wir eine Schuttkiste mit Krimskram? Na, das sieht aus wie Essen. Ja, Krimskramskiste. Da kommt ihr rein. Und du. Futterkiste, da kommt das rein. Ja, die beide hier packe ich mal mit in meine Kiste. Wer weiß, vielleicht vergesse ich irgendwann die Regeln von meinem eigenen Server, dann kann ich sie nachlesen. Meine Rede. So, du kommst nach da. Und dann gehen wir mal das Feld ernten. So, und dann würde ich nämlich gerne mal hier den Weg hier endlich mal fertig machen. Das sieht hier noch so komisch aus. Ich weiß offen gesagt nicht, ob ich den Weg hier aufreiße, also quasi hier eine Schräge hochbaue und dann hier eine Schräge hochbaue, dass es so aussieht wie so ein, naja, halt wie so eine Schlucht halt. Williniger. Oder ob ich das Ding überdache, dass ich quasi ja einfach einen Tunnel mache. Ich bin irgendwie schon sogar fast für Zweiteres. Ah doch, ich glaube, ich mache überdacht. So, lange Rede, gar keinen Sinn. So, wo ist unseres? Da. Okay. Überpflanzen geht ja auch nicht. Sehr schön. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Game das war. Irgendwo hatte ich mal das Problem gehabt, dass wenn man was gepflanzt hat. Ach, das war hier mit den Kartoffeln, glaube ich. Mit den Kartoffeln und mit den Mohrrüben, da war das so. Ah, gut. Dass wenn man die quasi gepflanzt hat und dann nochmal auf eine Fläche drauf gedrückt hat, dass er die dann statt nicht zu pflanzen dabei den gegessen hat. Ey, mit Filtering sieht das so komisch aus. Und das Witzige ist, wenn man ohne Filtering spielt, also diese Kanten hier so richtig kantig sind, dann wirkt das wie als wenn das sein soll. So wirkt das, wie als wenn das einfach nur ultra billige Grafik ist. Ich weiß nicht, irgendwie. Naja, solange es der Framerate hilft, ich muss auch danach mal im Video gucken, ob es wirklich auch denn vom Video die Framerate stabiler werden lässt. Oder ob das einfach jetzt gerade nur im Game ist, dass die Framerate zwar schöner ist, aber dann später in der Aufnahme immer noch stockert, as fuck. Ich meine, ich nehme jetzt quasi schon nur mit 24 Bilder pro Sekunde auf, einfach weil das quasi der Blu-ray-Standard ist. Aber dann soll er wenigstens auch diese 24 Bilder stabil halten. Da ist es zu Erde geworden, hier ist es nicht zu Erde geworden. Das ist so dumm. Aber gut, lassen wir das. So.
Dann gucken wir mal, was wir hier so für Erdvorräte haben. Weil um das Ding da oben zuzumachen, brauchen wir eine ganze Menge Erde. Leider. So, da Rinder. Hier haben wir keine Erde. Hier haben wir nur Holz. Hier haben wir nichts. Dann ist die Erde also oben. So, von Erde haben wir 642. Das klingt fast zu wenig. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Weil direkt, also quasi die, ne? Ich will quasi den Tunnel selber mit Holz überdachen. Wirkt realistischer. Denke ich mal. Ansonsten können wir auch noch, um nicht so viel Sand zu verschwenden, können wir auch noch ein bisschen Schutt reinknallen. Einfach Sachen, die sowieso kein Mensch braucht. So, also, ach man. Zum Beispiel sowas wie Cobblestone. Ja, siehst du, da haben wir 3000. Gut, dann nehme ich mir doch ein bisschen Erde auf. Beziehungsweise, wir müssen das Ding auch nicht komplett massiv bauen, sondern wir können da drin auch Luftlöcher lassen. Und damit ein bisschen tricksen. Ist hier alles machbar, ne? Bau am Fusch nennt man ja hier in Deutschland. Bau am Fusch, klar. Nee, Fusch am Bau nennt man ja hier in Deutschland. Ich meine, ich bin 94er Baujahr. Ich werde damit groß, wie Berlin es verkackt, ein BER zu bauen. Das ist my fucking life. Aus mir kann nichts werden. Es wird Narben ziehen. Ich werde sterben. So, okay, die Frage ist, auf welcher Höhe machen wir das mit dem Dach? Oder ist das ein Gebäude? Da hinten wurde mal Gebäude fertig gebaut. Noisy Dicey. Oh, was ist denn da hinten? Oh, was ist denn? Achso, klar, da hinten ist ja das Dorf. Aber was ist da hinten los? 5 Minuten haben wir noch. Ich gehe da mal ganz kurz gucken. Was da abgeht. Springbrunnen! Ja, leck mich am Arsch. Gibt es hier auch einen 10-Meter-Turm? Fuck my life! Ey, noch eine Scheune. Die haben von uns kopiert. Oh, das ist Fernseher. Ey, ja, Flachbildfernseher. Lass mal klauen. Oh, ist von der ZK1. Ups. Hab nichts gesagt. Mein Boot. Weg. Doink, 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 doink. Übrigens bin ich am Überlegen, ja, ob ich das quasi so mache, dass ich quasi meinen Mindtest ein bisschen ummodel, dass dieses rum. Es ist ja so, wenn man hier solche Slabs hinbaut, ne? Dann geht er, also dann geht er dieser Spielercharakter automatisch auf den Slab rauf und weiter, ne? Und das liegt daran, dass quasi innerhalb von dem Subgame, ob es ein Mindtest-Game ist oder Mindclone, ist quasi eine sogenannte Schritthöhe. Und diese ist halt größer als die Hälfte. Und damit, wenn eine Stufe gerade mal um die Hälfte hoch ist, also ne, auf Hälfte ist, dann geht die automatisch rauf. Und diesen Wert kann man aber manipulieren. Und wenn ich den Wert größer als 1 mache, statt größer als die Hälfte, der geht auch auf den ganzen Block automatisch rauf. Und damit meine ich jetzt nicht dieses automatische Springen, was man hier machen kann, weil es gibt ja auch dieses automatische Springen, aber das ist Kacke. Das sieht erstens scheiße aus und zweitens springt er da halt wirklich dann rauf, was man halt auch sieht. Und wenn man sich schon schnell beeilt, bleibt er dabei immer stecken. Und mit dem und mit der Methode, die ich aber meine, da ist das quasi wie eine Treppe, also wie diese Slabs oder diese Stairs, dass der ohne Stehenbleiben wirklich einfach rauf geht. Das heißt, man kann zum Beispiel solche Stufen extrem schnell hochrennen. Genauso schnell, wie man auch runterfallen kann. Und das ist halt natürlich für gerade für sehr weite Distanzen, wenn man wirklich durch unwegsames Gelände geht, muss man nicht immer die Sprungtaste drücken oder immer warten, bis er endlich mal gesprungen ist und solche Sachen. Vor allen Dingen hat dieses Autosprung auch ein paar Macken. Zum Beispiel, wenn man hier an solchen Kanten ist, dann ja, gibt es manchmal so unschöne Effekte, dass er mal springt er, obwohl er gar nicht springen sollte, mal springt er gar nicht und solche Sachen. Wo will ich jetzt? Da. Weg damit. Ja.
Aber ich bin mir da ein bisschen. Ja, ich mag halt nicht Sachen, die ich verändern muss, ohne sie als Mod implementieren zu können. Und ich habe noch keinen Weg gefunden, diesen Wert, weil das ist quasi eine Attribute von einem Player, den im Nachhinein zu ändern. Da bin ich noch nicht ganz rangekommen. Und ja, dementsprechend müsste ich das quasi direkt im Subgame machen. Das Problem dabei. Oh, der nächste ist auch gekommen. Hallöchen. Oh, mit dem Doppel-L. Und das Problem dabei ist halt, ich würde das ändern. Und wenn aber das Mindtest-Subgame oder Mindclone geupdatet wird, dann müsste ich daran denken, nach dem Update das auch wieder zu ändern, weil ansonsten wird es wieder zurückfallen und dann die Spieler, die sich dann daran gewöhnt haben, müsste ich dann wieder zurückgewöhnen oder ich muss mich daran gewöhnen, das immer wieder zu ändern. Was halt eine unschöne Sache ist, ist nicht schwer, aber es ist halt unschön. Vor allen Dingen halt unsauber. Und dementsprechend versuche ich solche Sachen halt immer per Mods zu implementieren. Ich würde rausgehen. Und ja, da weiß ich noch nicht genau, wie ich das angehe. Von daher. So, ich würde mal sagen, wir machen das Ganze so, dass wenn man hier reinkommt, das jetzt hier quasi so direkt einem über den Kopf schwebt. Das heißt, einfach mal die Schnauze halten. Das heißt, man müsste quasi auf der Höhe dann das Holz setzen. Wir nehmen einfach mal ein 40er Stack. Oh, nehmen noch ein 20er Stack. Und noch ein 4er Stack. Oh, das war jetzt. Warum? Der letzte Klick war zu viel. So, dann nehmen wir einfach mal hier so. Und quatschen die ganze Scheiße ran hier. So. War schon fast zu viel, aber wegmachen kann man später immer noch. Gleich falle ich garantiert nach hinten, weil er dieses eine Loch ist. Ah ne, ich bin dran vorbei. Lol. Sehr schön. So, das heißt, das hier kommt wieder weg. Das ist definitiv zu viel. So, ich muss dann auch langsam mal wieder Feierabend machen hier. Halbe Stunde schon wieder rum. Bis jetzt gleich. So, der würde ich mal sagen, die wird dann morgen wieder. Ne? Schau mit V.